Ich bin Morten Norsala und lebe bei Vinderup, Dänemark. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit 300 Kühen und einer Milchleistung von 13.000 Kilogramm. In Dänemark ist das sogenannte Kompaktfutter weit verbreitet. Kurzgeschnittenes Gras und Mais. Eine relativ feuchte Mischung, ein energiereiches Futter. Da ist Treadledge wirklich ein ganz anderer Ansatz, gerade was die Schnittlänge angeht. Morten war sofort hellauf begeistert von Treadledge und hat sich entschieden, die gesamten 145 Hektar auf Treadledge umzustellen. Vorher fütterten wir eine Mischung aus Gras, Mais, Rapsstroh und etwas Sojaschrot. Seit wir Treadledge füttern, haben wir das Rapsstroh herausgenommen. Der Landwirtschaftsverband hat uns beraten, was die Fütterungsumstellung von normaler Mais-Silage auf Treadledge angeht. Man empfahl uns 3 Wochen, wir haben uns 6 Wochen Zeit genommen, bis wir bei 50% Treadledge waren. Aber da war schon zu sehen, dass es gut läuft. Es dauert eine Weile, bis die Kühe sich daran gewöhnt haben. Das Ganze ist ja etwas völlig Neues. Morten macht das alles richtig gut. Er hat die richtige Schnittlänge und die Körner sind fein zerteilt. Und wie man am Silo hinter mir sieht, ist alles sehr ordentlich und sauber. Für Morten ist gutes, sauberes Futter ein wesentlicher Faktor, denn das gibt gute Milch. Die Ernte war gut koordiniert und die Silage wurde sehr gut verdichtet. Wir haben Proben entnommen. Obwohl der Treadledge-Silo im Vergleich zum herkömmlich geernteten Mais-Silo 1 Meter niedriger war, wiesen die Proben mehr Inhalt bei gleichem Trockensubstanzgehalt auf. Morten gehört mit seinen 300 Milchkühen zu den Top 20 Milchviehbetrieben in Dänemark. Er ist ganz klar ein Landwirt, dem Futter und artgerechte Tierhaltung am Herzen liegen. Wir haben am 1. Dezember angefangen, 50% Treadledge zu verfüttern. Vor 3 Wochen haben wir auf 100% Treadledge umgestellt. Der Fettanteil der Milch stieg, die Milchleistung blieb gleich und die Mägen der Kühe blieben stabil. Der Gesundheitszustand ist spitze, alles in allem sehr positiv. Das sieht man ja, wenn man sich die Kühe ansieht. Sie haben ein glänzendes Fell und ich möchte, dass 9 von 10 Kühen im Liegen wieder käuen. Und der Kuhdung sollte immer gleich sein, ganz gleich zu welchem Zeitpunkt man ihn zieht. Wir erzeugen etwa 13.000 Kilo Milch, das sind 40 Kilo Milch pro Kuh. Wir melken 3-mal täglich. Der Eiweißgehalt liegt jetzt bei 3,40. Wir haben 1/4% mehr Fett bei der gleichen Milchleistung. Wenn man das in Kilo umrechnet, Energie korrigiert, dann ergibt das einen wesentlich höheren Ertrag im Vergleich zu den Kosten. Das ist ja das A und O hier. Treadledge ist ganz klar die Zukunft für uns. Die Kühe sind gesund und ihre Milchleistung stabil. Das hier ist ganz sicher ein Erfolg.